Hallo und herzlich willkommen nach draußen. Liebe Leute, schön, dass ihr am Samstagabend mit uns auch Zeit verbringen wollt. Heute unser Gast heißt Matthias Matussek, ein Alpha-Journalist. Wie er im Buche steht, war jahrelang beim Spiegel, 25 Jahre lang Kulturressort geleitet, war in vielen Auslandsverwendungen für Massenmedien im Einsatz, bis irgendwann sein Bruch kam mit diesem System und heute ist er bei den alternativen Medien. Für die Mainstream-Medien ein Verlust, unser Gewinn. Heute ist er unser Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Ich bin schon sehr gespannt, wo es uns hinführen wird. Hier ist Homeoffice. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo Frank, liebe Grüße nach Leipzig und dann auch hoch in den fernen Norden. Gelting habe ich gerade gelernt. Herr Matussek, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Wir freuen uns, Sie heute als unseren Gesprächspartner zu haben. Und ja, man kennt Sie ja schon sehr lange. Sie sind schon lange, viele Jahre, ein Vierteljahrhundert beim Spiegel gewesen. Aber auch das ist schon lange her. Und ja, wir freuen uns auf ein sehr anregendes Gespräch heute Abend mit Ihnen. Ja, ich bin uralt. Ach was, in den besten. Das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Ja. Ich wollte Ihre Erfahrung hoch. Ach, Sie sind arg. In den besten Jahren sozusagen. Aber für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, so ganz kurz mal die Vita von Ihnen. Wikipedia ist ja da endlos bei Ihnen, aber Sie waren Leiter des Kulturressorts im Spiegel 2005 bis 2008. Dann haben Sie von Oktober 6 bis 11 wöchentlich noch eine oder in loser Folge einen Online-Vlog gemacht namens Matusseks Kulturtipp, haben auch viele Menschen mitbekommen. Dann 13 haben sie zur Axel Springer AG gewechselt, bei der sie dann im November 15 als Kolumnist der Tageszeitung Die Welt entlassen worden sind. Hoppla, das muss natürlich da drinstehen, gell? Dann gehören sie noch zu den Erstunterzeichnern des Appells für freie Debattenräume im Herbst 2020 und. Also sie sind jemand, der eng mit der bundesrepublikanischen Medienlandschaft verbunden sind und haben aber irgendwann einen Bruch vollzogen. Können Sie sich noch erinnern, was da in Ihnen vorgegangen ist, dass es zu diesem Bruch kam und vor allem wann das war? Ja, das war ein schleichender Prozess, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der Bruch fiel zusammen mit dem generellen Bruch in diesem Land. Und zwar war das, als Sarrazins Deutschland schafft sich ab erschienen ist und eine wirklich fulminante und wie man jetzt weiß, stimmige Analyse unserer verwilderten und verwüsteten und blinden Realitäten Schieflage geschildert hat, die dazu führt, dass Deutschland sich tatsächlich abschafft, ist ja mittlerweile so, dass das Wort Deutsch auf dem Index steht. Der Verfassungsschutz hat ja unter extremistisch gesinnt jetzt auch gefasst die Bezeichnung der ethnischen Zugehörigkeit. Also das sei, meinte sogar das Verfassungsgericht, verfassungsfeindlich. Da hat der gute Mann, der gute Richter, der das so entschieden hat, das Grundgesetz nicht gelesen. Im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, ist insgesamt 11-mal vom deutschen Volk die Rede. Also wir haben natürlich das Abstammungsrecht, aber auch das Staatsbürgerrecht. Also das sind Leute, die hier eingewandert sind und Deutsche geworden sind, sind Deutsche. Aber es gibt eben auch das Jus Sanguinis, im Gegensatz zum Jus Soli, also die Blutabstammung. Nicht der Ort, wo man geboren ist, sondern die Blutabstammung. Und auch das ist Bestandteil des Deutschseins. Ich selber, ich weiß nicht, Matussek, ist eher ein undeutscher Name. Mein Großvater hieß, der kam aus Schlesien, der hieß früher Matusiok. Ja? Und der hat das denn seinen Namen, als Schlesien noch zu Deutschland gehörte, seinen Namen eingedeutscht. Schlesien zu Deutschland gehört? Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er ist nach Berlin, er hat das zu Matusiok eingedeutscht. Ich will nur sagen, also mein Deutschbegriff ist weit gefasst. Und ist natürlich selbstverständlich auch auf die Einwanderer und deren imponierende Leistungen
Aber ich will nicht unterschätzen, dass auch das Hergebrachte und das Angestammte eine Rolle spielen. Und wenn bei uns ein Mädchen, eine Schülerin dafür bestraft wird oder geschuhriegelt wird oder sozusagen mit der Polizei abgeführt wird, weil sie auf einem TikTok-Post gesagt hat, dass Deutsch für sie nicht nur ein geografischer Ort ist, sondern auch Heimat, dann ist da was in die Schieflage gegangen. Weil ich kann da ein bisschen aus meiner Erfahrung auch erzählen, alle Länder sind stolz darauf, sich zu ihrer Nation zu bekennen. Also die Amerikaner, wenn die da ihre 4th of July-Umzüge machen, der Feuerwehr fährt voran und dann kommt der Sheriff und dann kommen irgendwelche neu kostümierten Siedlerfrauen und so weiter. Jede Kleinstadt hat ihre Parade zur Feier der Nation oder wenn wir an die Franzosen denken, Les Grandes Nations, wenn dann irgendwie die Trikolore von Düsenjägern in den Himmel gezeichnet wird. Das sind Momente nationaler Geschlossenheit und auch nationalen Stolzes. Mhm. Es gibt natürlich, das ist ganz wichtig, dass Länder auch stolz sind auf die erbrachten Leistungen und auch auf den Weg und auf die Geschichte. Und wenn das verboten ist, wenn das totgeschwiegen werden soll, da kann ich nur sagen, da ist dann was falsch, da ist dann was sehr Neurotisches. Also, was Sie gerade skizziert haben, der krasse Kontrast dazu, der 3. Oktober 2023, als sich die Führung der deutschen Bundesregierung mit Verfassungsgerichtspräsident, Bundespräsident, wie sie alle standen mit ihren Lebenspartnern. Man dachte, man schaut ein Bild von einer Beerdigung an. Kein einziges Zeichen dafür, dass es um den Tag der deutschen Einheit ging. Die Flagge an sich ist sozusagen aus dem öffentlichen Bewusstsein entfernt worden. Ich habe es vorhin gerade noch mal gehört, wo Sie mit dem Kollegen Aaron Mohoff über Ihr Buch gesprochen haben, dass 2006 das Sommermärchen sozusagen der letzte Moment war, wo wir noch mal so ein bisschen national uns betrinken durften und in diesem Jubel dieser tollen Veranstaltung uns als Gastgeber, offener Gastgeber für die Welt produziert haben oder gezeigt haben. Und plötzlich ist es gekippt, das Ganze. Das ist leider so. Und bei dem, wenn Sie den letzten 3. Oktober ansprechen, das geht ja auch nie ab ohne die Reden, die warnen. Wir warnen davor, dass wir zurückfallen in sozusagen in den Alkoholnationalismus, wir geschädigten Alkoholiker. Und das ist was sehr Ungesundes. Und Sie haben recht. Das letzte Mal, und das zufällig, fiel das zusammen mit der Veröffentlichung meines Buches Deutschland, warum die anderen uns gern haben können. Und ich habe tatsächlich eine ganze Menge Gründe gefunden aus meinen Auslandsaufenthalten, warum die anderen Nationen, die ich mir aufgehalten habe, warum die uns gern haben. Also die BBC hat eine Umfrage gemacht und da war Deutschland, und ausgerechnet England, die beliebteste Nation der Erde. Ja, das hat sich gründlich geändert. Mittlerweile ist Deutschland eher ein belächelter Kranker, ein belächelter Wirtschaftskrüppel und ideologischer Krüppel und eine Nation, die einfach nicht zu sich selber finden kann. Und wieder eine Nation, die sehr anstrengend ist, weil sie wieder der Welt klar machen will, wo der Scheitel sitzt. Wir wollen wieder mal die Welt retten und mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir tun alles, aber auch wirklich alles, um dafür zu sorgen, dass keiner unserem merkwürdig krummen Weg folgt. Denn was wir der Welt gerade vorspielen, ist ein Staat der Gesinnungsschnüffelei, ein Staat, der seine Industrie abbaut, ein Staat, der die demokratischen Rechte abbaut, ein Staat, der nicht funktioniert. So, früher, in diesem Deutschlandbuch hatte ich von unseren Zügen geschwärmt, die pünktlich auf die Minute kommen. Und nach dem englischen Beispiel, ich war ja Korrespondent in London und habe die britische Railway erlebt. Da kam es oft zu Unglücken und ich sagte, ja, seht ihr, das ist eben eure britische Schlamperei. Und heute kann ich nur sagen, I eat my words. Also ich kam
letzte Woche von Kambodscha zurück und hatte erstmal dann, ja, das war eigenartig. Ich stieg an Hamburg Hauptbahnhof aus und aus dem Vorplatz dachte, ja, toll, Deutschland und es gibt Bratwürste und es gibt Matjes-Hering und ja. Und dann sah ich ein paar Penner unter so einer Reklametafel sitzen, die da diese immer so sich rutschend vertauschen. Und da stand dann das Wort Demokratie und drüber dieses Miteinander, bla bla bla, in Regenbogenfarben und drunter die Warnung, Demokratie ist und so weiter, weltoffen und für ein Miteinander und toll, kein Fußbreit nach rechts und. Es las ich dann wirklich wie eine lange Tafel von Verboten. Und also der Missbrauch mit dem Wort Demokratie ist mir da ins Auge gefallen. Und dann habe ich mich, wie mein Handy mir sagte, per S-Bahn Dings, um umzusteigen nach Flensburg. Und dann strandete ich mit hunderten anderen auf dem S-Bahnhof Pinneberg, weil der Zug nach Flensburg ausfiel, weil da irgendwie jemand auf die Gleise gesprungen ist. Einen ähnlichen Stau hatte ich jetzt kürzlich auf dem Weg, gerade vorgestern nach Hamburg. Da waren sie in der anderen Runde, in eine andere Richtung versammelt, wie Flüchtlinge kurz nach Kriegsende auf der Vertreibung vor den Russen. Irgendwie, sie sahen alle elend aus und Wie ist das sammelten sich passiert? da und warteten auf den Zug, der nicht kam. Und das ist eben die deutsche Realität. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Wie konnte Seit das wir in die passieren, Hände, Herr seit Matussek? wir in die Hände, in die Hände der grünen Khmer gefallen sind. Ich habe Sie unterbrochen. Entschuldigen Sie. Ich Sie habe, müssen mich unterbrechen. Ich quatsche zu viel. finden wir schon zusammen. Ich frage mich nur, weil ich habe das ja auch live mitgekriegt. Ich bin Jahrgang 70 und habe dadurch jetzt auch schon ein paar Dekaden hinter mir. Wie hat neulich einer gesagt, wir hätten die 90er Jahre mal zwischenspeichern sollen. Dieses Gefühl, der Krieg ist vorbei, wir waren Weltmeister 90, dann kam die Wiedervereinigung und so, jetzt geht's voran und die Truppen wurden abgebaut und die Russen sind weggegangen. 94 die letzten Truppen abgezogen. Es war so wirklich so eine Aufbruchsstimmung und irgendwann gab es einen Punkt, wo alles gekippt ist. Manche machen das eben fest an der Flüchtlingsdebatte 2015, als die Grenzen aufgemacht wurden. Manch einer sagt, ja, mit den Mahnwachen, da hat schon etwas angefangen, jetzt Ukraine, Corona sowieso. Aber was ist passiert, dass dieses Made in Germany plötzlich den Bach runtergeht? Warum unsere Züge, die Schweiz verbietet, deutschen Bahnen ins Netz einzufahren, weil das deren Takt durcheinander bringt. Wie konnte das geschehen innerhalb so historisch kurzer Zeit? Weil wir in die Hände von Ideologen gefallen sind, von Weltverbesserern, von Leuten, die denken, wir müssen sozusagen die Welt retten. Und das ist immer das Fürchterlichste. Also es gibt ja kein stärkeres Argument für Maßnahmen als das, dass wir die Welt retten müssen. Und das ist dann, das geschieht sowohl bei den bei Corona und so weiter, aber jetzt auch beim Klima und jetzt Ukraine natürlich. Also wir Deutschen meinen, wir müssen die Welt retten und wir hätten das Rezept dafür. Dabei sollten wir gewarnt sein angesichts unserer Geschichte, gewarnt sein vor der Überzeugung, wir hätten Rezepte zur Weltrettung. Also entweder retten wir die Welt oder wir erklären ihr den Krieg. Offenbar gibt es zwischendurch nichts mehr, zwischendrin nichts mehr. Und das halte ich ein bisschen für holzschnittartig. Also sagen wir mal, ein Mangel an Optionen, würde ich sagen. Und Ideologen haben, und das habe ich jetzt bei meiner Kambodscha-Reise wieder feststellen müssen, Ideologen haben doch eine Gnadenlosigkeit, wenn es um die Umsetzung ihrer Ziele geht. In Kambodscha waren es auch Intellektuelle, es waren Lehrer, es waren Philosophen, es waren Brillenträger. Geisteswissenschaftler. Pol Pot war Mathelehrer. Und die erfinden sich dann ihre Rezepte am Reißbrett und setzen die dann um. Und in Kambodscha geschah es entweder durch Umerziehung, ja, also die Logik, die Hirnwäsche, oder sie wurden erschlagen. Ja, Mittelweg gab es nicht. Und ich habe da einige Killing Fields besucht und das ist ein Horror, die Schädelberge zu sehen, besonders diese Höhle der Getöteten in Battambang.
Da wurden die Leute am Rand einer Höhle aufgestellt und da wurde ihnen mit der Axt den Kopf eingehauen. Warum wurden sie erschlagen? Um Munition zu sparen. Ja, man wollte keine Kugeln verschwenden an die Leute, die man erledigen musste. Und das Schlimme war in Phnom Penh, das war wahrscheinlich das Schlimmste, da habe ich das Sondergefängnis S21 besucht, eine ehemalige Schule, ironischerweise, die zu Umerziehungszwecken und zu Folterkammern umgerüstet wurde. Und da stand in einem Raum ein Bettgestell und am Fußende eine Batterie. Und das, auf diesem Bett mussten dann die Delinquenten und die Verdächtigen sich hinlegen und wurden gepeitscht. Und wenn sie geschrien haben, wurde ihnen Stromstöße verpasst. Also man durfte nicht schreien. Und vor allen Dingen durfte man nur Ja oder Nein sagen. Man durfte nicht erklären, dass man unschuldig ist oder irgendwas Politisches. Dann wurde man angebrüllt, die Anka hat immer recht. Also Anka hieß die Organisation wörtlich, das war die Partei. Also die Organisation, die Anka hieß im Untergrund, die Partei hat immer recht. Und das hat mir den Schauer den Rücken runtergejagt, weil ich kurz zuvor im Kontrafunk gehört hatte, die Meldung, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck in einer Rede sagte, der Staat hat immer recht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass wir in die Hände von Ideologen gefallen sind. Also ich bin gleich fertig, Sie können gleich dazwischen grätschen, aber das noch, der Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der war ja mal Chef des Kommunistischen Bundes Be Westdeutschland, KBW. Und dieser KBW in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, hatte die Schriften von Pol Pot übersetzen lassen. Das heißt, die Brüder haben auch die Schriften von Pol Pot studiert. Und fanden die Die wissen toll, genau, was oder? sie machen. Wahnsinn. Die, ja, die wissen genau, was sie machen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Grünen-Funktionärin Lisa Paus, Familienministerin, wenn die jetzt ein Ministerium zur Verteilung von dieser Kindergeldgeschichte gründet und 5000 Beamte einstellen will, natürlich sind das Grüne, weiß jeder, dass kurz vor Toresschluss, die Grünen wissen ja, dass sie, naja, also kommt auf die CDU an, aber dass sie wahrscheinlich abtreten müssen oder eine sehr viel kleinere Flöte spielen, vorher stopfen sie nochmal die Ministerien voll, die Beamtenschaft voll, mit grünen Getreuen. Also die sind schon sehr klug, die Ideologen. Die haben den Marsch durch die Institution, haben sie tatsächlich siegreich beendet. Das, was sie in Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre gefordert haben. Und wie gesagt, also mit der Entschlossenheit von Ideologen ist nicht zu spaßen. Ja, für mich stellen sich da immer gleich mehrere Fragen. Erstens mal, was ist überhaupt der Sinn? Weil wenn die selber studiert haben, Geschichte studiert haben und irgendwie diese Muster wieder auferleben lassen, sollten sie ja wissen, wie es endet, jedes Mal. Es macht quasi irgendwie keinen Sinn, es verfolgt keinen Zweck und trotzdem beobachten wir genau diese ideologischen Handlungen. Aber die Hauptfrage für mich immer und auch so mein Steckenpferd ist, wie kann das Ganze überhaupt dann massenpsychologisch funktionieren? Und hier nehme ich immer und ausschließlich die Medien in die Pflicht, die großen Leitmedien und GEZ-Medien. Und gerade was die Letztgenannten betrifft, haben wir eine sehr interessante aktuelle Meldung, denn es gibt ja ganz neu dieses Manifest von einigen Mitarbeitern der öffentlich-rechtlichen Medien, insbesondere ARD, ZDF und Deutschlandradio. Da haben Mitarbeiter davon ein Manifest für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks veröffentlicht, weil, ich zitiere jetzt mal die Berliner Zeitung, die Mitarbeiter sehen die Grundsätze und den Programmauftrag in Gefahr. Sie loben das Prinzip eines beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks als wesentliche Säule unserer Demokratie und Kultur, fordern jedoch, Zitat, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sein Publikum ernst nimmt, der Debatten zulässt und ein breites Meinungsspektrum abbildet, ohne zu diffamieren. Also wir haben es hier mit Mitarbeitern der GEZ-Medien zu tun, die das genauso sehen wie wir und die nicht mehr bereit sind, dafür Bückling zu sein, die sozusagen ihre journalistischen Standards über Bord werfen müssen, um diese Agenda umzusetzen.
So, und das haben schon viele auch in früheren Jahren erkannt. Aber jetzt scheint das innerhalb dieser öffentlich-rechtlichen Medien doch irgendwie auch ja, auf breiteres Interesse zu stoßen, weil es dann doch wahrscheinlich mittlerweile einen Punkt erreicht hat, wo selbst die das merken, die in den Redaktionen sitzen. Ich komme aus einer Zeit, ich habe 2009 die ARD, den MDR verlassen, wo ich 8 Jahre am Schnittplatz saß. Damals hatte ich das Gefühl, es tangiert die allerwenigsten, dass da irgendwie ja drüber hinweggeschaut wird und so weiter. Und ich habe 2009 tatsächlich aus genau diesem Grund verlassen, die öffentlich-rechtlichen verlassen und habe im Internet sozusagen was Eigenes aufgebaut. Aber dass jetzt dieses Manifest kommt, das stimmt doch eigentlich sehr positiv. Würden Sie denken, dass das was bringt? Und zumal man muss ja hier dazu sagen, dass diese Mitarbeiter ja das Prinzip des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks als wesentliche Säule unserer Demokratie gutheißt. Ja, da gibt es ja auch noch andere Bewegungen, die sagen, man soll die GEZ-Medien bzw. die GEZ an sich ganz abschaffen. Könnte hier vielleicht sogar noch so ein interner Versuch sein, da irgendwie so ein Mittelweg, so nach dem Motto, schaut mal, hier kommt jetzt von innen heraus Reue und Selbstaufarbeitung und so weiter, aber bitte, bitte schafft nicht die GEZ ab. Könnte man ja auch so sehen. Cut the losses sozusagen, ja, irgendwie versuchen sich da noch ans rettende Ufer zu springen. Nein, ich spüre natürlich, dass ihnen der Boden nicht nur der Realität, sondern auch naja, der erkenntnistheoretische und wirtschaftliche und philosophische Boden entschwindet. Das Gefühl, in so einer Peer Group zu sein, und der Wunsch, das Fenster aufreißen zu wollen, um diesen Lügenäther zu vertreiben, den hatte ich dann auch im Spiegel. Den habe ich dann ganz deutlich gespürt, als ich dann 2014 nach über 25 Jahren von Bord gegangen bin. Das war nicht mehr auszuhalten, dass die Leute so an der Realität vorbeischreiben konnten und dass auch die Direktiven da sehr massiv waren. Es fing schon vorher an, zumindest gerade, also Sie wissen ja, dass ich katholisch bin und ein kämpferischer Katholik, ja, mal das Buch, das zu meinem Erstaunen Bestseller geworden ist, das katholische Abenteuer. Ich halte den Glauben für die abenteuerlichste Geschichte der Welt, besonders die katholische Orthodoxie in diesen Zeiten. Und war ein Verehrer und begeisterter Leser von unserem Papst Benedikt, den ich auch mal getroffen habe. Ich saß mal neben ihm im Flug nach Madrid zum Weltjugendtag und war also ein bestechender und blendender und wunderbarer Mensch. Er sagte dann, als ich zu ihm kam, mich neben ihm setzte: "Na ja, Matussek, wie geht's dir denn beim Spiegel?" Er sagte: "Ja, heiliger Vater, mal so, im Moment eher so." Und es war, da passierte mit dem zweiten Buch, das David Sewald von dem, dieses Gesprächsbuch mit dem Papst gemacht hatte, nicht Salz der Erde, sondern Licht der Welt, das überall sehr gut besprochen wurde. Da hat auch da hat er auch zur Sexualmoral was Wichtiges gesagt und so weiter. Und ich hatte das auch besprochen und positiv besprochen. Und da rief mich dann der damals stellvertretende Chefredakteur Dörri an und sagte: "Wir können das nicht drucken, Matthias." Und ich so: "Wieso denn?" "Ja, wir haben 14 Leute im Feld, die versuchen, dem Papst Missbrauch nachzuweisen. Da kannst du jetzt nicht querschießen." Da habe ich gesagt: "Lieber Martin, ich bin nicht Teil einer Jagdgemeinschaft. Ja, ich bin Journalist und ich habe ein Buch, das ich gut finde und das finde ich einfach gut. Ja, also es ist mein Recht als Autor, das gut zu finden." Und ja, und da habe ich gespürt, dass die gnadenlos sind. Mir ist in diesen 25, 26 Jahren beim Spiegel nie passiert, dass mir jemand aus inhaltlichen Gründen direkt ins Gesicht gesagt hat: "Das druckt er nicht." Das war da aber dann schon der Fall. Ja, dass sie gesagt haben, und dann kam der neue, sehr kurzlebige Chefredakteur an Bord
Und die anderen beiden waren, glaube ich, noch da. Also ich habe so viele Chefredakteure im Spiegel erlebt. Und da hieß dann die Parole: Du darfst über alles schreiben, außer über Familie, über Nation und über den Glauben. Und das waren ausgerechnet die drei Themenfelder, über die ich Bestseller geschrieben hatte und wo ich einen gewissen, sagen wir mal, Kompetenzbereich hatte und was zu sagen hatte. Und da wusste ich, und das war zur Zeit von Sarrazin. Das war, wann war denn Sarrazin? War das 2010 hat er das Buch. 2010, ne? Ja, da fing das schon an. Da fing das schon an und ich kann mich gerade zu Sarrazin, kann ich mich erinnern, ich hatte ein, das war noch veröffentlicht, ich hatte auch Spiegel Online eine Tirade losgelassen, mit dem, wo ich Sarrazin in Schutz genommen habe, gegen seine Kritiker. Und gesagt habe, das ist ein fundamental wichtiges Buch und das ist gut. Und das hatte irgendwie in 3 Stunden eine 1/4 Million Klicks und ist dann abgeschaltet worden. Also die haben dann den Links-Klicker da abgeschaltet und das wollten sie nicht. Ja? Und da ist mir klar geworden, hier läuft was schief, hier wird reguliert, hier wird reglementiert. Ich hatte vorher beim Spiegel nie damit Probleme, aber da ist eine neue Generation ans Ruder gekommen, die so diesen Wokismus schon inhaliert hat. Ja? Und was wir heute erleben, gerade schütternde Geschichte auf Focus Online gelesen, hat eine Dozentin, eine Studentin sich darüber beklagt, dass man gar nicht mehr sagen darf, dass man bei der CDU ist oder RCDS, sondern wird man sofort als Nazi bezeichnet im studentischen Milieu. Und das ist das Establishment von morgen. Machen wir uns nichts vor. Das, was jetzt da an den Unis ausgebrütet wird, an Wokismus, an diesem Genderschwachsinn, an diesem Antikolonialismus-Schwachsinn und so weiter, Schuld des weißen Mannes, das werden die Führungsleute der Zukunft werden. Und da kann ich nur sagen, nach uns die Sintflut. Also das wird, dann würde ich noch sehr, sehr abenteuerlich werden. Also ich deute Ihre Antwort jetzt mal, dass Sie keine große Hoffnung in das Manifest der öffentlich-rechtlichen Medien legen. Also das glaube ich erst, wenn Karin Mioska oder wenn, wie heißt der Fritze da, Klamroth, wenn die Ja. sagen, ja, wir wollen kein Gehalt mehr haben und wir verzichten auf die Kohle und weil uns das hierzu und überhaupt auf die Sendung, weil die sowieso voreingenommen, nur noch voreingenommen ist, senden wir, dann würde ich sagen, okay, werdet tätig, Leute, und verlasst den Kahn. Aber drin bleiben und ein bisschen halb gar kritisieren, das funktioniert nicht. Also wie gesagt, dieser wunderbare, kluge Film In Gefahr und Not ist Mittelweg der Tod. Und also da würde ich dann schon energischere Zeichen erwarten, als nur irgendeine lauwarme Erklärung und Manifest, in dem um die Beibehaltung der Rundfunkgebühren gebettelt wird. Im Übrigen haben sich ja einige ostdeutsche Ministerpräsidenten jetzt zusammengefunden. Und eine grundlegende Reform des gebührenfinanzierten Fernsehens gefordert. Also die Basis wird unruhig und selbst die Politik wird unruhig. Frank hat es gerade schon erwähnt, es ist das Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist einfach eine Medienlandschaft, die nicht das abbildet, was eigentlich die Aufgabe der Medien wäre. Ich teile Ihre Einschätzung, dass dieses Manifest auch nicht viel bringt. Ich habe gerade einen Artikel gefunden von T-Online, da steht dann auch schon drin, ARD und ZDF reagieren auf kritisches Manifest. Da steht drin, ja, das ist eine ganz lebendige Debattenkultur, die wir sonst immer haben, aber da ist nichts von Einseitigkeit und durchgedrückter Meinung und so weiter. Und wenn T-Online das schreibt, dann sind Ja. natürlich alle anderen dann auch wieder Gewehr bei Fuß und die Ja. ganzen Hampelmänner des Systems wie Böhmermann und sonst irgendwo machen da noch zwei, drei dumme Witze drüber in ihren Programmen und ist das Thema wieder weg. Aber Ja. diese Medienlandschaft, die verschiebt sich ja dementsprechend. Ich habe gerade eben beim Kontrafunk, wo Sie ja auch ein eigenes Format haben, Freitagabend immer, mit Ihrem Namen sogar, Matussek heißt es sogar, sehr tolle Kolumne auch, oder nicht Kolumne, sehr, sehr tolles Programm. Die Kollegen von der Sonntagsrunde haben am letzten Sonntag eine wirklich sehr interessante Gedanke gezeichnet. Die Diskutanten waren Norbert Bolz, Walter von Rossum, Ulrich Vosgerau mit dem Moderator natürlich Burkhard Müller-Ulrich. Und ich erinnere mich daran, dass der Dr. Vosgerau, Ulrich Vosgerau, als Teilnehmer der Potsdam-Konferenz da eben auch gerade das Wort hatte und halt darüber geredet hat.
Er sagte, er hatte Kontakt mit einem ZDF-Mann, der ihm quasi erklärt hat, dass das ZDF nur noch Bestandsverwaltung macht für das Klientel Ü60, dass von Ja. denen auch gar niemand mehr abspringt. Die wollen auch gar niemand mehr überzeugen. Die machen quasi nur noch Ja. Programm für die Ja. Restmasse. Entschuldigung, wenn ich das so despektierlich sage. Ja, Der ja, ja. Rest der jüngeren Zuschauer und viele Teile der Gesellschaft, die sind schon abgewandert zu Ja. Multipolar, zu Kontrafunk, zu Querdenk, alle möglichen Nachdenkseiten und so weiter. Ja, ja, Glauben ja. Sie, dass wir jetzt gerade an einem Kipppunkt stehen? Weil da ging es nämlich auch in dieser Diskussion oder in diesem Gespräch, dass wir diesen Kipppunkt gerade erreichen oder vielleicht sogar schon erreicht haben und was wir hier erleben, nur noch die Zuckungen von diesem alten System sind oder wird das einfach immer so weitergehen? Wissen Sie, ich glaube, das gibt das gleiche Problem oder Phänomen wie bei den Kirchen. Die Austritte häufen sich in den Kirchen. Die Kirchen haben den Leuten nichts mehr zu sagen, weil die Kirchen eben einfach zu systemkonform sind. Also die evangelische Kirche verzichtet ja mittlerweile ganz auf Jesus und die katholische konzentriert sich eher auf die Bekämpfung der AfD. Den Leuten stinkt das. Und das Jesus Gleiche. würde sich impfen lassen, hat es geheißen. Jesus würde Jesus. sich impfen lassen, ja. Und der Berliner Bischof Koch meinte bei Greta Thunberg, hat die Greta Thunberg mit Jesus verglichen auch, ja. Es ist ein, ja, doch ein ziemlicher Schwachsinn. Aber zu den Fernsehanstalten, ich glaube, die werden einfach den Alterstod erleben, so wie die Kirchen. Also es gibt ja noch ein paar Leute, die drin sind, weil das funktioniert nach dem Ablasshandel, ja, bei den Katholiken. Also zuerst Geld und dann gibt es die Sakramente, ja. Also wer nicht zahlt, wer nicht abdrückt, wer kein Schutzgelderpressung mitmacht, der ist draußen und verliert damit das Anrecht auf die Kommunion und auf die Beichte und so weiter. Bei den Protestanten, die weniger sakramental sind, erläuft es aber ähnlich. Da gibt es ja noch ein paar Sakramente wie Eheschließung und so weiter. Ich glaube, die sterben aus. Das ZDF, habe ich kürzlich gelesen, hat teilweise deshalb so hohe Einschaltquoten, weil viele Leute oder einige Menschen beim Sehen des Fernsehprogramms versterben. Und dann läuft der Sender eben noch 2 Wochen weiter und der wird gezählt. Und ich stelle mir gerade das Bild vor, so ein bisschen wie bei Hitchcocks Psycho, lauter Mumien, die schon eingeschlafen sind und das rauscht, das rauscht, das rauscht und es wird geklickt, geklickt, geklickt. Ja, ich glaube, das ist die Realität und das merken die Leute. Und ich meine, mein Sohn guckt doch längst kein Fernsehen mehr. Der guckt nur noch YouTube. Der guckt nur noch, wie heißen die? Also so Jordan Peterson und Ben Shapiro und solche Leute. Und ich meine, Einschaltquoten, nur Shapiro, da kann das ZDF oder das ARD nur träumen. Und ich glaube auch, dass die alternativen Medien ja zunehmend, also ich finde das ganz gewaltig, dass der Helmut Reinhardt, den ihr auch demnächst habt in der Sendung, der hat schon irgendwie mal 200.000 oder so, ja. Und das ist, ja, es klettert und klettert und klettert. Der bereichelt hat mehrere hunderttausend, ich kann es gar nicht sehen, oder Eva Herrmann, viele hunderttausend auf Telegram allein. Und ja, es tut sich was und ich kann nur hoffen, dass sehr viele Leute das jetzt heute Abend sehen und sich ermutigt fühlen, weiter euren Kanal zu schauen und vielleicht doch abwandern in die Boykottliga derjenigen, die stille Boykottliga. Derjenigen, die einfach nicht mehr bezahlen wollen, ja, und die Gebühren verweigern, weil das ist natürlich auch eine mafiöse Veranstaltung, ne? Also, dass jeder zur Kasse gebeten wird, ob er nun einen Fernseher hat oder nicht, ist einfach, das sind Mafia-Methoden, ja. Ja, insofern betrachte ich auch dieses Manifest in den Öffentlich-Rechtlichen als so interne Revolte, um vielleicht noch irgendwie den Arbeitsplatz zu retten. Ja, weil Ja. wenn die Diskussion über die GEZ, also wenn die ganz in Frage gestellt wird, und die Diskussionen laufen ja auch schon seit Jahren, dann ja, ist natürlich deren aller Arbeitsplatz gefährdet. Und ja, dann lieber mal ein paar kleinere Brötchen backen als gar keine mehr. Aber so oder so haben wir ja es unabhängig von den GEZ-Medien noch mit viel größeren medialen Playern zu tun, nämlich den privaten Leitmedien.
diese nicht gebührenfinanziert. Es gibt immer noch genügend Menschen, die große Medien wie Welt, Spiegel, Fokus, Stern etc. pp. Finanzieren, über die ja trotzdem auch dieses Agenda-Setting stattfindet. Da frage ich mich, funktioniert das tatsächlich über Geld? Weil in diesen Medien arbeiten doch auch, hoffe ich zumindest, immer noch integere Journalisten, die das wahrscheinlich genauso unterschreiben würden wie dieses Manifest in den GZ-Medien. Von daher die Frage, große Privatmedien werden natürlich chefredaktionell geführt. Das ist mir schon klar. Aber wenn man jetzt feststellt, die hauen alle in diese selbe Vogue-Agenda rein, wie ist das zu erklären? Ist das Personalauswahl oder sind die einfach gekauft? Kann man das so einfach sagen? Na, da gibt es dann halt mal eine 3-Millionen-Spende von irgendwem, ja, und dann sagt Bill Gates, man, das ist ja, das 4 Millionen, glaube ich, ja. Nee, also direkt gekauft ist niemand, aber jeder hat natürlich einen Überlebensinstinkt und in so einer Redaktion herrscht natürlich ein Peer-Druck, ja, ein Gruppenzwang. Und man weiß oder man ahnt, was erwartet wird und welche Tonart genehm ist und welche nicht. Prächtiges Beispiel ist natürlich unser Relotius. Der hat sich das Zeug einfach von vornherein ausgedacht. Da musst du nicht besonders intelligent sein, ne? Und wenn du dann eine Geschichte machst, in der es um zwei Flüchtlingskinder geht und ein Mädchen träumt dann immer von Angela Merkel, dass ihr im Traum erscheint und er kriegt dann einen Kitschpreis dafür oder einen Versenamenpreis, ein Gremium von 15 erfahrenen Journalisten sich bekreuzigen und Halleluja schreien und dann Preise vergeben. Das ist ein Zeichen, Kennzeichen für die Verrottetheit der Branche. Also da musst du denen nicht zusätzlich irgendwie einen Fuffi in die Hand drücken, sondern das machen die einfach, weil sie Karriere machen wollen. Und es gab ja mal Zeiten, da hat man beim Spiegel ganz gut verdient. Aber wissen Sie mal, die goldenen Zeiten sind auch ein bisschen vorbei. Also ich habe mal mit Stern gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, das war die Nummer mit den Hitler-Tagebüchern, die zweite Nummer Hess, die hat 2,1 Millionen verkauft. Und heute ist der Stern, wenn er Glück hat, bei 300.000 oder so. Ja. Sie waren beim also, Stern, als das passiert ist damals mit dem. Ja, ich hab die Urabstimmungen und die Kantine und wir sind mutig und müssen endlich, wir stürzen da oben. Und wir saßen in der Kantine und haben die Hähnchen gefressen und draußen vor der Panoramascheibe da auf der Wiese an der Alster zogen dann die Kollegen von der IG Druck auf mit Transparenten und wir solidarisieren uns mit euch. Und wir saßen fett da in der Kantine und die standen aus dem Regen, die armen Schweine, und haben unseren Sturm im Wasserglas Aufstand bejubelt. Also das waren Zeiten, da purzelten plötzlich, ich war ein halbes Jahr vorher, kam ich an Bord und war stolz, dass ich jetzt endlich in der Bundesliga gelandet war. Ich weiß nicht, war ich 27 oder so, hatte vorher bei einem Stadtmagazin gearbeitet und davor bei einer Berliner Tageszeitung und hatte mich so langsam so. Und ja, und dann war ich mit Stern und dachte, boah, jetzt ist hier das Bayern München. Und plötzlich brach alles zusammen und Seilschaften bilden sich und stiegen durch die Flure und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass Journalismus doch auch was sehr stark mit Intrigen und mit Opportunismus und Anpassung und dem Riecher dafür, auf welche Seite schlägst du dich? Also da bist du sehr schnell desillusioniert über die Unabhängigkeit und die innere Charakterstärke von Journalismus oder Journalisten. Und ich habe jetzt einen weiten Bogen geschlagen. Also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt irgendwie mit einem Briefumschlag mit Geld in die Hand gehen, sondern man riecht es. Wenn du in so einem Apparat bist, riechst du es. Dann hast du eine Witterung und das ist wie Trüffelschweine, ja. Da weißt du, welche Haltung oder welches Birding dir gut tut auf deinem weiteren Weg. Und das wurde immer unangenehmer. Das würde seit 2010, das wurde immer unangenehmer. Und ich glaube, 2010 war so der Knackpunkt. Aber Sie haben natürlich recht, 2015, lieber Frank,
war natürlich mit der Flüchtlingskrise, das war dann ganz eindeutig, dass sich die politisch-mediale Clique von der Realität entfernt hatte und dass die Medien sich wandelten in einen Chor von Jubelpersern für die Regierungsbeschlüsse, also die Refugees Welcome Nummer und so weiter. Und da habe ich halt mein Buch geschrieben, White Rabbit, vom Verlust der vierten Gewalt oder so ähnlich heißt der Untertitel. Und da hatte ich mein Jahr bei Springer beschrieben. Das war eben sehr interessant, sehr spannend, welche Geschichten gedruckt wurden und welche nicht gedruckt wurden. Da habe ich also den Opportunismus blank erlebt. Ne? Und da sagt der Chef vom Dienst bei Springer, der sagte mir, Matthias, mach dir keine Illusion. 80% der Leute, die hier arbeiten, träumen eigentlich davon, bei der Süddeutschen zu arbeiten. Ja, also das ist so viel zum Journalismus und Gott sei Dank bin ich da, wo ich bin, jetzt. Und schreibe, was ich will. Also ob ich jetzt hier bei der Weltwoche jüngst irgendwie 8 Seiten über Kafka geschrieben habe, oder vorher über den Bankrott der Familie, der Lebensform Familie und so weiter. Ich kann da mich austoben und machen, was ich will, und eben auch auf Kontrafunk. Und das verschafft mir eine derartige Genugtuung, Leute. Das ist derartig befreiend. Das zu tun, wo man dahinter steht, ja, das zu tun, was man wirklich glaubt, weil sonst wirst du wahnsinnig. Wenn du lebst vom Wort, du lebst von der Vermittlung und wenn du dauernd diese sauren Gurken zu verkaufen hast und dieses Zeug, was nicht deine Meinung ist, das macht dich krank. Ich bin so froh, dass ich aus dieser Mühle raus bin und jetzt mit Leuten rede, mit denen man wirklich reden kann, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Wenn es diese Agenda in den Chefredaktionen gibt, wo man, wie Sie sagen, weiß, welches Wording einem gut tut, ist es doch bei den Privaten trotzdem am Ende eine Geldfrage, denke ich mir. Und gerade solche Medien, Joe Rogan, Tucker Carlson oder auch in Deutschland Reichelt, die zeigen ja, dass, ich meine, da reden wir von Klick- und Aufrufzahlen, wo da können ja Tageszeitungen nur träumen von. Also da, und dort ist ja ein gänzlich anderes Narrativ, ein anderes Wording, ein anderer Fokus, viel mehr Kritik, auch viel mehr investigativer Journalismus mittlerweile, muss man einfach so sagen. Dann ist doch die Erkenntnis in den großen Redaktionen, in den Leitmedien völlig falsch, wenn die sagen, wir schreiben das, was die Leute hören wollen, weil wir profitorientiert sind. Also offensichtlich sind diese großen Medien ja nicht profitorientiert in allererster Linie, sondern da scheint es ja noch, also es scheint mir so zu sein, dass die Agenda noch wichtiger ist als der Profit. Nur so kann ich mir das erklären. Das sieht man auch bei dem großen Konzern Disney zum Beispiel. Die haben die Woke-Agenda so durchgedrückt, Absolut. dass es Profit, dass es nicht mehr profitabel ist. Und an Go diesen woke, go Beispielen broke zeigt heißt man es, ja. auch, wie Go die woke, go broke. Bevölkerung tickt. Go woke, go broke heißt es da. Ne? Und das Gleiche war ja bei Anheuser-Busch mit der Budweiser-Reklame, die von einer Transperson gemacht wurde. Und das gab ja einen Umsatzeinbruch von 30%. Ne? Die Leute sind abgesprungen. Und wie gesagt, go woke, go broke. Das Gleiche gilt auch für Disney mit diesem sehr diversen, mit der sehr diversen Zwergeschar beim Schneewittchenmärchen und. Die Beispiele. Aber es gibt doch tatsächlich, und schauen Sie mal auf die Zahlen, es gibt immerhin noch einen 14-prozentigen, ziemlich harten Kern von grünen Wählern. Und das ist so eine Blase, die noch funktioniert und die noch genug abwirft. Die FAZ, es hat natürlich, die FAZ hat wahnsinnig geblutet. Die sind ja nur noch ein wokes Quatschblatt. Der Spiegel hat Umsatzverluste. Ja, die behaupten jetzt, sie machen durch die Digitalabos noch sehr viel Wett. Aber das Schlimme ist in Deutschland bei der Presselandschaft, die war mal sehr, sehr divers. Ich hatte, glaube 2005 war das, mal eine große Titelgeschichte über Heinrich Heine geschrieben und habe mir vorgestellt, dass der Heine in einem Starbucks-Café in Berlin Mitte sitzt und die ganzen Zeitungen durchguckt und so und dann sich ärgert,
weil die all diese frechen Tricks drauf haben, die er erfunden hat. Und das war 2005. Mittlerweile ähneln die sich alle. Also einer wie Heine, der würde vor Langeweile sich umbringen oder er würde so ein Zeug machen, er würde ein Blatt können oder was ihr macht. Das hat sich so geändert. Mittlerweile gibt es ja diesen Gleichklang, aber es scheint noch sozusagen ein Schluck in der Pulle drin zu sein, um den sie sich jetzt prügeln, die Penner. Also der letzte Schluck. Und irgendwann ist der auch weg. Ich glaube, das ist, wie sagt Johnny Rotten von den Sex Pistols nochmal, ich hätte nie gedacht, dass es mal cool ist, ein Rechter zu sein und oberlangweilig. Links zu sein und ja. Weil links ist mittlerweile das Establishment, das besorgen die von alleine. Erinnern Sie sich das Und Bild von Campino im Frack, als Prinz Charles da war? Oder war das sogar schon König Charles oder so? Ja. Unfassbar, wo man sich denkt, hey, wie kann der nur? Der schämt Unglaublich. sich gar nicht. Und Nee. der hat jetzt, der kriegt jetzt eine Vorlesungsreihe in Düsseldorf an der Heine-Universität serviert und darf dann irgendwelchen Käse loswerden. Aber da siehst du mal, genau das ist der Punkt. Ne? Also der Bürgerschreck von damals ist mittlerweile selber am Drücker und hält das für die Weisheit letzten Schluss. Eine Weile wird es noch funktionieren, aber die Probleme sind derartig drückend in Deutschland, wenn wir mal jetzt wieder auf die Probleme zu sprechen kommen, also die Migration zum Beispiel. Ne? Ich war sehr, also natürlich, das Land geht in die Knie mit den offenen Grenzen, aber die tun so, als ob sie das nicht merken und als ob es ihnen scheißegal ist. Die Landräte kollabieren und die wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten, die ihnen da aufs Auge gedrückt wird, aber die Grenzen bleiben offen. Natürlich auch mit dem Ziel, wie nannte es dieser Typ da von dem Flüchtlingsschiffen. Unser Ziel ist es, die Weißbrote so weit wie möglich auszudünnen, also tatsächlich möglichst viel reinzuschleusen. Und da fällt mir jetzt, wenn ich darauf zu sprechen komme, sehr angenehm auf, der Staatschef von Botswana. Botswana, ein afrikanisches Musterland. Und dieser Staatschef sagte letzte Woche in der Bild, es ist absurd, jeden reinzulassen. Und vor allen Dingen sagte er, es ist natürlich auch eine Unverschämtheit, Leute zu locken, anzulocken. Und das führt zum Brain Drain dort in den Entwicklungsländern, wo sie gebraucht werden. Ja, also das ist im Grunde genommen ein neokolonialistischer Kern in unserer Politik der offenen Grenzen. Wir fischen nach Fachkräften und wir fischen die wenigen, die es in der dritten Welt gibt, mit ab, sozusagen als Beifang, die da, dort selber dringend gebraucht werden. Und das ist, ja, das ist gar nicht schön und gar nicht moralisch und gar nicht völkerverständigend und Multikulti, sondern da gibt es ein ganz hartes, rechnendes Unterfutter dieser grünen Soße und Moralsoße. Und ja, ganz herrlich finde ich, dass er jetzt gesagt hat, nachdem ihm die Umweltministerin Steffi Lemke da das Einfuhrverbot von Elfenbein. geschützten Tierarten und Elfenbein und so weiter, da sagt er, ja, sie weiß nicht, was hier los ist. Wir haben durch diesen Artenschutz haben wir 130.000 Elefantenbullen und die zertrampeln die Dörfer und die Ernten und so weiter, vernichten alles Mögliche. Wir haben eine richtige Elefantenplage mittlerweile. Und das hat die nicht zur Kenntnis genommen. Und er will jetzt 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken und möchte, dass sie dort auch frei rumlaufen. Und ich stelle mir vor, es wäre doch sehr schön, wenn diese 20.000 Elefantenbullen im regierungsnahen Berliner Tiergarten ausgesetzt werden, sozusagen in Trampelnähe zum Regierungsviertel und zum Kanzleramt und da ein bisschen für Stimmung sorgen, meine lieben Freunde, die grauen Dickhäuter. Also da wünsche ich mir so, jagt sie los, quer durch und möglicherweise verhindern sie ja den geplanten Ausbau des Kanzleramts,
Das soll ja jetzt so groß werden wie drei Versailles oder so für die vielen neuen Beamten, die eingestellt worden sind. Also ich kann nur sagen, trampelt los, ihr lieben Dickhäuter, ihr macht nichts verkehrt. Weiß ich, ja, Robert. Ich wollte ein großes Thema aufmachen, da hast du noch einen Satz dazu. Ich wollte ein anderes Thema ausmachen. Mach Ja, du. okay. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit Ihr Buch in der Hand, Armageddon. Ein Roman, aber man liest viel Biografisches da drin. Ja? Und ich Ja. habe gerade die Rückseite gelesen. Rico, die Hauptfigur. Und Rico sagte sich, ist eine Gesellschaft samt ihren Kirchen nicht komplett verloren, deren Utopie auf das Erreichen eines Klimaziels heruntergekommen ist? 1,5 Grad Celsius als erbärmliche Erlösungshoffnung, das darf doch alles nicht wahr sein. Und das ist für mich auch gerade so ein Schlüsselsatz mit diesem Klima, weil ich gerade eben noch vor ein paar Stunden erst diese Dokumentation, die ganz neu rausgekommen ist, aus Amerika, dieser klimakritische Film, Climate, a Cold Truth, eine kalte Wahrheit in Anlehnung an eine unbequeme Wahrheit von Al Gore 2007, An Inconvenient Truth. Da kommen also die hochkarätigsten Wissenschaftler zu Wort. John Clauser, Physiknobelpreis Ja, 2022. ja, ja. Dr. Noon heißt er, glaube ich, eine sehr, sehr witzige Persönlichkeit. Der war auch schon bei Tucker Carlson. Also wirklich die Ja, Crème de la ja. Crème von Wissenschaftlern, die Ja. zerlegen dieses Klimanarrativ eins zu eins. Also der erste Teil sind nur die Fakten, dass wir eigentlich in einer eher kälteren Phase leben. Wir leben in einer Eiszeit mit relativ niedrigen CO2-Werten, die in der Vergangenheit schon 20, 40 Mal höher waren. Wir sind also quasi weit, weit weg von dieser Klimakatastrophe. Und im zweiten Teil wird erklärt, wie es kommen konnte, dass sich so ein Zug in Bewegung gesetzt hat, der nicht mehr aufzuhalten ist, weil mittlerweile Hunderttausende oder Millionen Jobs davon abhängen. Also sprich, es ist ein wissenschaftlicher Wahnsinn, der losgekoppelt ist von der Realität und dem sich jetzt alles unterordnet. Und vor allem, jetzt komme ich auch auf den Punkt, in Deutschland, weil ja da das Weltenretten per se so in unserer DNA drin ist. Wir müssen immer noch den alten Adolf irgendwie ausgleichen. Deswegen wollen wir die Welt retten. Jetzt machen wir Klimawandel, jetzt machen wir jenes, jetzt machen wir dieses und die Welt wird dann schon weiter voranschreiten. Ja, Moment, Krasseste. der Adolf wollte ja auch die Welt retten. Auf Da habe ich seine Art, vergessen, er ja. meinte, er müsste die arische Rasse ist die Antwort auf alle Probleme der Welt. Aber ich habe sie jetzt unterbrochen. Ich habe sie jetzt Letzter Punkt unterbrochen. nur noch, weil letzte Woche eine Meldung rumkam, dass die europäischen Länder sich jetzt vereinigt haben, Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und Neubau von Atomkraftwerken. Und ich dachte mir dann irgendwo, wenn in Berlin oben jemand diese Schlagzeile sieht, finde den Fehler, während wir gerade die modernsten Kraftwerke abgeschaltet haben. Ich bin gerade vor ein paar Tagen in Isar 2 vorbeigefahren, Zeug gebaut, in Landshut, ja. eins der modernsten und sichersten Kraftwerke der Welt, steht da jetzt als milliardenschwere Ruine, muss mit viel Geld gekühlt werden, weil, also ich mache jetzt einen Punkt, weil dieses Klimanarrativ hat sich allem übergelagert und rechtfertigt dann eben auch die Mittel wie Abbau der Wirtschaft, wie es Habeck gezeigt hat auf seiner Grafik. Seht ihr, das ist funktionierende Wirtschaft. Er hat nicht kapiert, dass es seine kaputte Wirtschaft ist, die dann weniger CO2 rausstößt. Also, wie können wir denn das noch umbiegen, wenn sich jetzt quasi der gesamte wissenschaftliche Betrieb auf diesen fatalen Irrzug, auf diesen Irrtum gesetzt hat? Ja, ich glaube, dass lieber wir müssen den bitteren Kelch zu Ende leeren. Es gibt gegen Ideologen kein Argument, was sie überzeugen könnte. Also selbst Fakten. Also du kannst, es gibt ja dieses berühmte, wie berühmte Untersuchungen von Gustave Le Bon und Hannah Arendt und jetzt kürzlich der Desmet, der Belgier, den Matthias totalitären Desmet, ja. Charakter. Psychologie des Totalitarismus. Du kannst, wenn du eine Falschbehauptung in die Welt setzt und die oft genug wiederholst, wird sie Wahrheit. Und das ist leider so, das ist der Mensch. Und wir haben vorhin, oder du hast vorhin über die Blase, ne? Du guckst in die Süddeutsche und dann guckst du ZDF und dann guckst du Spiegel und dann denkst du, du bist informiert und merkst du nicht, dass du sozusagen ständig den gleichen, also ein Eigenblutdoping betreibst, ja, ständig den gleichen Lügenäther einatmest. Ich befürchte, dass die Totalitarismus-Experten recht haben, die sagen, wenn du nur eine Lüge oft genug wiederholst,
dann wird sie akzeptiert, dann wird sie zur Wahrheit. Also der Goebbels hat da von Gustave Le Bon auf alle Fälle gelernt und Lenin auch. Und die Roten Khmer in Kambodscha eben auch. Ich glaube, ich befürchte, dass es erstmal wirklich Massenarbeitslosigkeit geben wird und dass die Leute wirklich den Regierungspalast stürmen müssen. Und dieses Pack, diese Haldewangs, diese Paus, diese Fäsers wirklich raustreiben. Ich meine, die werden ja zum Teil werden sie abgewählt, aber also ich zweifle, dass die Deutschen lernfähig sind, weil ich meine, die CDU hat 31, also die jetzige CDU, nicht die alte, sondern die jetzige CDU läuft mit stolz geschwellter Brust mit 31% durch die Gegend. Und die haben uns eigentlich alle das eingebrockt mit Merkel. Die Leute haben das irgendwann nicht vergessen, haben es vergessen oder so. Ich kann nur hoffen, dass irgendwie jetzt zumindest im Osten des Landes dann die fälligen Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel was Corona angeht, unter deren Mithilfe dann anfangen zu arbeiten und die Leute ein bisschen aufklärt und ernüchtert. Ich bin sehr gespannt auf den Film. The Cold Truth heißt der, ja? Climate, Doppelpunkt, A Cold Truth. Den gibt es mittlerweile auch mit deutschen Untertiteln, aber er ist wirklich fantastisch gemacht von den Interviews und auch von der Machart der Erzähler, der da im Hintergrund spricht. Und also ist wirklich, und das hat mich auch nochmal aufgerüttelt, weil ich dieses Thema schon lange auf dem Schirm habe, diese Weltenretter-Idee mit diesem 1,5-Grad-Ziel, das ist so absurd, das wird in die Geschichte eingehen als der größte wissenschaftliche und gesellschaftliche Betrug in der Geschichte der Menschheit. Okay, Corona ist da auch Nur, nochmal es wird eine Weile dabei. dauern. Ja. Es wird eine Weile dauern, bis es den Leuten. Also, und ich befürchte, dass es sehr, sehr viel schlimmer werden muss, bevor die Leute das realisieren, dass unsere Gesetzgebung von uns Opfern verlangt, um Emissionen einzusparen, die Chinesen an einem Tag in die Luft blasen. An einem einzigen Tag. Auch realisieren, dass Deutschland mit seinem 2% der globalen Emissionen selbst da nicht die Welt retten kann, wenn wir alle aufhören zu atmen. Es ist alles so absurd. Es gibt ja auch in den Redaktionen eigentlich Leute, die rechnen können, ja, die noch einen Rest an Intelligenz haben. Dass die zum Beispiel nicht aufs Tapet gebracht haben, die RKI-Files, die jetzt aufgeschwärzt sind. Ne? Früher hätte der Spiegel federführend, ja, die Entschwärzung dieser Files, dieser Akten verlangt. Und er hätte Titelgeschichte nach Titelgeschichte gemacht. Und wäre erst zufrieden gewesen, wenn irgendein Minister rückgetreten wäre. Ja? Davon ist nichts mehr. Davon bleibt überhaupt nichts mehr. Oder ich erinnere an das Notebook from Hell von Hunter Biden mit der Kinderpornografie und den Schmiergeldzahlungen von Chinesen und Ukrainern an den Biden-Clan. Der Spiegel früher hätte da nicht Ruhe gegeben bis. Naja, also es ist einfach kein Vergleich mehr. Und aber ich befürchte lieber, dass wir noch eine Weile Aufklärung brauchen, bis die Leute merken, dass auch die CDU keine Alternative ist. Frank, du bist noch Hallo? gemutet, Ja, ja. ich bin gemutet. Nord Stream wäre noch so ein Beispiel gewesen, wo wir bis Nord heute Stream. auch nicht wissen, genau, was ist da eigentlich genau Ja, passiert. ja. Oder anderes Beispiel, die Taurus-Leaks, ja, wo sich Bundeswehrgeneräle sonst was erlauben und anstatt da irgendwie Disziplinarverfahren einzuleiten, werden die noch geschützt, weil wir fallen ja nicht auf Putins Desinformation Ja. rein, wobei das ja überhaupt keine Desinformation war. Nein. Und dann Ja. sitzt da eine Grüne im Fernsehstudio und sagt eben genau das. Der Putin versucht durch Desinformation uns zu destabilisieren. Der Putin hat einen demokratischen Beitrag zur Meinungsfreiheit im Grunde genommen eingebracht, indem er tatsächlich uns Deutsche darüber aufklärt, was so in diesem Casino-Jargon von diesen Armee-Machos so alles an Sandkastenspielen entworfen wird. Das ist ja haarsträubend, also dass die auch die Camouflage
des Absenders schon mitbedacht haben. Ja, wir liefern den Taurus aber so, dass die Russen nicht merken, dass wir sie geliefert haben. Es ist so haarsträubend. Und die, also früher wären doch, da wären doch Köpfe gerollt, liebe Leute. Und es ist so abgestumpft, die Bevölkerung, und auch das Pressekorps ist mittlerweile so immun. Die sind alle geimpft mit diesem fatalen Argument, wir dürfen den Rechten keine Bühne geben, keine Plattform geben. Auch wenn die Wahrheit nun mal rechts ist, wir dürfen dann der Wahrheit keine Plattform geben. Es gibt von Joachim Fest, dem Hitler-Biografen, großer Typ und ehemaligen Herausgeber der FAZ, den wunderbaren Satz, die Wirklichkeit ist rechts. Das heißt, die Linken erträumen sich die großen Utopien, die Masterpläne an Pariser, verrauchten Pariser Kaffeehaustischen, die Revolution, den Umsturz und so weiter. Und die Rechten sind die Korinthenkacker, die Pedanten, die die Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen und rechnen können, das vor allen Dingen, die rechnen können. Ganz langweilig, aber doch sehr besonnen. Und rechts ist natürlich auch die Lebenshaltung, dass nicht alles Neue per se richtig ist, nur weil es neu ist. Ja, also im Moment führt ja die Gegenwart den Krieg gegen die Vergangenheit. Und es gibt von meinem geliebten Gilbert K. Chesterton diesen wunderschönen Satz, dass die Demokratie oder dass die Tradition, also dass Tradition die Demokratie mit den Toten ist. Das heißt, die Vorgängergeneration, die spielt schon noch eine Rolle in dem, was wir tun. Die haben das Land aufgebaut. Und es wäre fatal, diese Leistung einfach per Federstrich wegzuwischen. Und ja, Tradition ist Demokratie mit den Toten. Also ich glaube, den Standpunkt kann man nur wirklich nehmen, wenn man rechts ist. Und ich scheue mich nicht davor, mich einen Rechten zu nennen. Mein Freund Rüdiger Sanfranski sagte, Matthias, links alleine geht nicht. Okay, Pro kann ich nur mit einem Flügel fliegen. Da braucht den rechten Flügel auch noch dazu. Erst dann sozusagen ist er flugfähig. Und ich glaube auch, dass mittlerweile, selbst wenn die Jubelperser von der Regierung unter der Losung alles gegen rechts auf die Straße getrieben werden, das ist ein sehr durchsichtiges Manöver. Es hat sich ja herausgestellt, dass 80% der dort Demonstrierenden Grüne und Linke, Grüne und Rote waren. Also das waren gelenkte Proteste, die mit einer Lüge angefangen haben, eben den Falschbehauptungen über jene legendäre Potsdam-Konferenz. Deportation, ne? Also Olaf Scholz hatte auf dem Spiegeltitel Massenausweisungen verlangt, und zwar schnell, Massenabschiebung. Und auf Englisch heißt eben Massenabschiebung Deportation. Also die englische Presse hat über diesen Spiegeltitel immer berichtet, dass Olaf Scholz Deportation verlangt. Und plötzlich wurde das zum Schimpfwort und zum Schmähwort für die AfD, die nie von Deportation geredet hat, sondern nur für eine besonnene Migrationspolitik. Und mittlerweile merken doch alle im Lande, dass dieses Land kaputt geht, dass es in die Beine geht, dass es Rentnerkram nach Pfandflaschen, aber wir alimentieren ukrainische Soldaten, die abgehauen sind, mit unseren Steuergeldern. Also wir finanzieren die Angriffsseite und wir finanzieren die Seite der Deserteure. Ja, das lässt sich nur in Deutschland irgendwie durchziehen. Die Financial Times in London hat geschrieben, Deutschland ist wie ein Unfall in Zeitlupe. Ja. Man sieht quasi das Auto schon über die Böschung stürzen und wartet eigentlich nur noch auf den Aufschlag, aber er ist so, vollzieht sich so langsam. Und genauso kommt mir das auch vor. Ja? Und diese, also ich bin
Gerne Deutsch, ich bin auch gerne hier. Ich habe die Welt gesehen und weiß, wie gut und schlecht es in anderen Teilen der Welt ist. Ich habe mich eigentlich immer wohlgefühlt hier, weil hier gibt es eine Kanalisation, eine Müllabfuhr, Wasser. Ich kann von Flensburg bis Berchtesgaden an jedem Wasserhahn trinken, ohne dass ich 3 Wochen lang Durchfall habe. Ja? Also diese Grundwerte des Lebens, die ich immer so hochgehalten habe, die haben mich eigentlich immer mit dem Land verwurzelt, auch dieses Schaffende und die Erfindungen und alles, worauf wir eigentlich stolz sein können. Aber mittlerweile kommt es mir so vor, wenn ich da als rein konservativer Deutscher bin, ich so weit Nazi schon und werde aber auch noch von einem großen Teil in der Bevölkerung als so einer wahrgenommen. Diese Korrektivgeschichte mit den darauf folgenden Demonstrationen hat mich zum ersten Mal wirklich drüber nachdenken lassen, ob ich hier noch bleiben möchte. Corona hat es angefangen, da habe ich schon gemerkt, okay, wenn der Fernseher denen sagt, sie sollen mich über die Brücke schmeißen, dann machen die das auch. Das war schon, aber jetzt, dass man ein Volk, eine ganze Gesellschaft auf Knopfdruck quasi in eine Richtung marschieren lassen kann, Richtig, ne? Es nie ist wieder ist erschreckend. schon lange jetzt, ist mir jetzt gerade Erschreckend, ne? bewusst geworden, ja. Das ist ganz erschreckend. Das war ja, fing ja an mit Pegida und diesen Schimpfkanonaden gegen eine Bewegung, die sich Patrioten zur Verteidigung des Abendlandes nannten. Und damals hieß es ja, war es ja noch im Willkommensrausch und so weiter. Und da war das ja alles faschistisch und Nazi. Und mittlerweile ist es so, dass in manchen Städten natürlich die Migranten, die in der Überzahl sind, und dass tatsächlich eine große muslimische Übernahme stattfindet. Und also wir haben hier, wir sind dafür, dass der Ramadan und die Lichterketten für den Ramadan angeschaltet bleiben, aber auf der Gegenseite Ostern feiern ist doof. Das geht ja, gar nicht. Osternfeier ist so, ne? Ja. So, also das ist es ist tatsächlich so, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat und dass man sozusagen nicht mehr dagegen, da ist der Crooning unsettled, ja, das ist nochmal zur Klima, auch ein Klimazweifel, dass es tatsächlich einen Paradigmenwechsel gegeben hat und wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wir haben den Kampf verloren. Also Deutschland hat sich schon weitgehend abgebaut. Und wenn Sie sagen, also dass sie geliebt haben, die Sicherheiten auf der Straße. Das war das, was in Rio, als ich da Korrespondent war, immer wieder gesagt worden ist. Mensch, Deutschland ist toll und gerade wegen der Sekundärtugenden, der Pünktlichkeit und der Sicherheit. Also in Rio ist es so, da hast du die Erlaubnis, abends bei Rot über die Ampel zu fahren, weil nach Tagesende bei Einbruch der Dunkelheit an der roten Ampel zu kann lebensgefährlich sein. So viel zur Sicherheit. Also das ist, und auch bei uns ist mittlerweile die Sicherheit doch eher sozusagen so lala, also ein Problem. Also ich würde als junge Frau nicht mehr unbedingt abends in Duisburg alleine auf die Straße gehen. Und das ist, ja, das ist diese, und wissen Sie, das ist, wichtig dabei ist, dass mittlerweile sehr viele Immigranten auch AfD wählen, weil die sich betrogen sehen um die Attraktionen, die sie einst für Deutschland sich hat erwärmen lassen. Eben die Sicherheit und Ordnung und Pünktlichkeit und pünktliche Züge und so. All das gibt es nicht mehr. Ja, also das ist, wie sagte der Scholl-Latour mal, wer halb Bangladesch zu sich einlädt, rettet nicht Bangladesch, sondern wird selber Bangladesch. Und das ist so ein bisschen die Dialektik dabei. Also abwarten, abwarten. Also ich kann übrigens Sie gut verstehen, dass Sie überlegen, wo Sie abhauen, Also, wohin Sie ich habe abhauen überhaupt keine wollen. konkreten Pläne. Ich habe ein Haus hier, ich habe Familie, ich bin Ja, verwurzelt und ja. alles, was ich jetzt mache, wird erstmal schlechter, wenn ich hier weggehe. Ja? Also, Naja, das ist, ja. das muss wohl überlegt sein, aber es geht um diese Perspektive, in welche Richtung geht es hinein? Gerade Ja. hier der Ort, in dem ich wohne, hat jetzt in ein paar Telegram-Gruppen auch Schlagzeilen gemacht, weil hier eine super woke Agenda in dem lokalen Gymnasium aufgefahren wird mit Regenbogen und Indoktrinationen. Allen Ecken und Enden, wo ich mir denke, so wie Sie es vorhin auch schon skizziert haben, diese ganzen woken Glaubenskrieger sind ja die Entscheidungsträger in der Zukunft. Und wenn die dann sagen, ja klar, Deutsch ist schlecht, Ramadan ist toll, dann weiß ich, wohin das funktioniert. Aber erlauben Sie mir an der Stelle nochmal einen Gedanken aufzugreifen, den Sie mit unserem Kollegen Aaron in dem Gespräch auch hatten.
Wahrscheinlich auch wurzelt das Ganze in Ihrem Glauben und in ihrer religiösen Art. Sie haben gesagt, Sie glauben an die Existenz des Bösen. Also das ist für viele atheistische Menschen natürlich erstmal total bizarr, so ein Gedanke. Es gibt weder Gott noch den Teufel, kein Himmel und keine Hölle und vorher und nachher gibt es auch nichts nach dem Leben. Aber wie kommen Sie auf diesen Gedanken und vor allem, wo sehen Sie den in der Welt? Ja, das ist der Teufel, der heißt ja auch Diabolos. Diabolos, also der große Verwirrer. Und ich sehe den Teufel, den großen Verwirrer, zum Beispiel in der Diskussion darüber, ob es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ja? Ich sehe ihn in der irrigen Auffassung, dass wir Menschen es sind, die das Klima machen und nicht der Schöpfer, nicht die, oder um es naturwissenschaftlich zu sagen, die Erdachsenstellung oder die Sonnenstürme oder so weiter. Wir Menschen machen gar nichts. Das ist meine Überzeugung. Wir sind Geschöpfe unseres Schöpfers. Und ich glaube tatsächlich an den Teufel. Ich glaube tatsächlich an den, dass es ihn gibt und dass er sich maskiert. Das ist das Schlimme. Der Teufel in diesen Tagen maskiert sich als Retter, als Erlöser, als Führer einer Gegenkirche. Ja, er maskiert sich als einer, der sozusagen den Aberglauben der Religion verscheucht und unter den Schlagworten Gerechtigkeit und Frieden und so weiter die totale Macht an sich reißt und die Menschen gegeneinander aufhetzt, wie wir es erleben. Also nie war die deutsche Gesellschaft so gespalten wie derzeit. Alles, jeder kämpft gegen jeden und zumindest die beiden großen Lager. Und ich glaube tatsächlich an den Versucher, für jeden auch von uns. Ja. Es gibt den Versucher auf allen Ebenen und sei es, dass man sich als Journalist kaufen lässt, sei es, dass man dass man für ein paar Dollar mehr irgendwie Frauen, Kinder verrät oder was der Teufel. Ich glaube da tatsächlich, dass es den Bösen gibt, den Teufel gibt. Und ich glaube aber auch, dass es Gott gibt und dass wir in den Händen des Schöpfers sind und dass wir nicht vergessen sollten, daran zu denken, was für ein Glück wir haben, dass wir überhaupt da sind, dass wir dieses Leben haben und dass wir, es könnte uns genauso gut nicht geben. Ja? Also wir haben dieses Leben geschenkt bekommen und sollten damit sorgfältig umgehen und sollten uns darauf besinnen, wozu wir da sind, was eventuell unsere Aufgabe ist. Und ich fühle mich da im Moment sehr viel mehr mit mir im Einklang, als ich es je vorher war. Weil ich glaube, ich habe so eine Art, vielleicht bin ich missionarisch oder so, aber ich fühle mich wohl in dem, was ich tue und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf. Ich bin auch dankbar, dass ich diese unglaublich spannende Reise nach Kambodscha machen durfte und erleben durfte, wie tief der Mensch fallen kann, wie bösartig der Teufel sein kann, wenn er, die Khmer Rouge, die haben ja in erster Linie Jugendliche zu Aufsehern an diesem berüchtigten Gefängnis S21 gemacht. Das waren bei Jugendlichen, warum? Wie unsere grüne Jugend, die sind am meisten formbar, am leichtesten formbar, die sind gewaltbereit. Also diese jugendlichen Wächter haben immer gejohlt, wenn eine neue Karre an Gefangenen ankam, weil sie wussten, jetzt darf wieder geprügelt werden. Jetzt dreschen wir denen die Wahrheit aus dem Leib und schlagen sie dabei tot. Und das Tragische war, in diesen Schautafeln, in denen die Toten und die Passbilder und so, da waren auch diese jugendlichen Wächter dabei. Die haben alle auch nicht überlebt. Die sind alle auch über kurz oder lang als Verräter entlarvt worden und haben sich dann gegenseitig zu Tode gebracht. Also das ist der Teufel. Ich glaube, das ist der Teufel. Die Kambodschaner sind so ein sanftes Volk. Man nennt sie ja Gmai, nicht Khmer, sondern Gmai. Die Gmai sind ein sanftes Volk. Die lächeln und buddhistisch und friedfertig und so. Und plötzlich schießt da so eine schwarze Stichflamme des Verderbens aus diesem Volk raus und eine Hälfte des Volkes schlägt die andere tot. Und das ist so eine Eruption des Bösen, die kaum aufzuhalten war. Und man dann mit Mühe von außen, von den Vietnamesen, die auch nicht besonders beliebt sind in Kambodscha,
aufgefangen wurden. Aber da habe ich in solchen Momenten, als ich dieses Vernichtungslager gesehen habe, wusste ich, es gibt das Böse und es gibt den Bösen. Den Bösen, der uns in Beschlag nehmen kann und uns besetzen kann und uns den mörderischsten Untaten anstiftet. Also ich bin davon überzeugt. Gleichzeitig bin ich überzeugt von der unglaublichen Schönheit dieser Welt, von der Kostbarkeit. Jeder Moment, den wir da sind, sollten wir Danke sagen und schön, dass ich das noch erleben darf. So, ne? So. In dem sozusagen, in dieser Situation, ja, das ist meine Lage, Leute. Sorry, dass ich gepredigt habe. Nein, nein, ich bin da ganz bei Ihnen bei diesen Gedanken, weil die beschäftigen mich ja auch schon mein ganzes Leben oder Erwachsenenleben auch so. Dieses Licht-Dunkel, wie erleben wir die Welt eigentlich? Und ich teile Ihre Einschätzung da auch, dass wir also hier Kräfte am Wirken sehen, die aktiv an der Destruktion, an der Zerstörung Lust empfinden. Also das 20. Jahrhundert war ja da ein großes Beispiel dafür. Und auch jetzt, ich meine, wir sehen ja die ganzen Zerwerfungen, die es gerade gibt. Ich will gar nicht in den Gazastreifen schauen. Da gucke ich in den tiefsten Abgrund der Hölle, wenn ich da ehrlich bin, gerade, was da passiert. Und aber wie können wir dann aus diesem Gedanken dann eben auch den lichten Gedanken entwickeln? Weil Gesetz der Resonanz oder wie nennt sich das, wo oben auch unten, Licht und Dunkel, Licht und Schatten, wie können wir das Göttliche in uns überhaupt entdecken oder hervorbringen, wenn die Mächte des Bösen so allgegenwärtig und so perfide sind? Schauen Sie die Europäische Union an, schauen Sie Personen an wie Ursula von der Leyen, die eigentlich nur Nur Zerstörung auf böse. ihrem Weg Ja, nur hinterlassen böse. hat und trotzdem aber als quasi immer als Heldin hervorgeht und die Leiter nach oben fällt. Wie kann es sein, dass Hunter Biden, dieser Laptop der Hölle, dass so etwas nicht weiter betrachtet wird? Da gibt es jetzt ein Buch, der alle Gesetzesverstöße aufgenommen hat. Das sind, ich weiß nicht, 500 Seiten. Es gibt 460 Gesetzesverstöße in diesem Laptop und nichts passiert. Sie haben vorhin gesagt, der Spiegel hätte sich daran festgebissen, bis der gestürzt wäre oder so. Also nochmal auf einen Offenbar Punkt die gibt es. Frage, wie können wir die lichte Seite überhaupt erkennen und dann auch in die Kraft bringen, dass wir da irgendwie auch was schaffen können? Ja, das scheint sehr mühsam zu sein, die Wahrheit ans Licht zu bringen, aber es wird ja gemacht. Siehe dieses Buch, ja, und siehe euer Kanal und siehe auch die RKI-Files, die von. Siehe dieses Buch. Siehe das Buch. Vielen Dank. Nein, die da herausgeklagt wurden. Also es ist mühsam, aber es ist, glaube ich, wenn man dann sieht, dass was bewegt wurde, ist es ein schönes Gefühl. Ja, und wie kann man sich öffnen für das Schöne und Gute? Und da kann ich Ihnen raten, ja, gehen Sie mal in die Kirche, knien sich hin und warten. Und machen ihr Herz offen oder sie hören Schubert oder sie gehen spazieren und jetzt im Oster, beginnenden schönen Osterwetter nachträglich erleben, wie die Natur erwacht. Das ist Sie werden lachen, ich mache da vieles davon. Erstens, ich habe drei Hunde, ja. da gehe ich jeden Tag raus, logisch. Siehst du, Aber wunderbar. Ich habe auch einen. ich gehe tatsächlich manchmal in die Kirche, aber gar nicht so, um das Gebet zu suchen oder da diesen Kontakt nach oben, sondern die Stille, auch die Erhabenheit dieses Raumes. Ich war vor kurzem im Regensburger Dom, da ist natürlich viel los mit Touristen und da war auch eine Messe, die gesungen wurde oder der Chor hat gesungen, aber alleine diese erhabene Kathedrale auf sich wirken zu lassen, was da für eine Geschichte auf einen herunterstrahlt und da die Gedanken dann auch Raum bekommen. Das ist tatsächlich eine sehr, ja, ich will sagen, wohltuende Erfahrung oder ein wohltuender Moment, wo man danach gestärkt rausgeht. Und ich bin wie Sie katholisch aufgezogen worden, obwohl ich mit der Kirche eigentlich so nichts am Hut habe. Da bin ich, da war ich zu viele Irrungen und Wirrungen in meiner katholischen Ausbildung. Ich habe das nie ganz hingekriegt. Aber der Glaube an eine übergeordnete Macht, an eine Schöpfung, an eine Schöpfungsmatrix, die durchdringt mich total. Und jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt, warum ich da auch anfange.
Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch in die Hand bekommen, das heißt Gespräche mit Gott, Neil Donald Walsh. Der Mann hat irgendwann mal behauptet, dass eben, oder gesagt, dass eine Stimme in seinem Kopf wahrnehmbar war, und er hat angefangen zu schreiben, und selbst wenn er sich das nur ausgedacht hatte, das waren göttliche Werke. Was der da geschrieben hat, diese hohe moralische, ethische Warte, von der er aus berichtet hat, großartig. Und das gibt es als Kinderbuch. Die kleine Seele spricht mit Gott, von Neil Donald Walsh auch. Und das fängt dann so an, ich bin das Licht, sagte die kleine Seele. Daraufhin sagte Gott, so, woher weißt du das denn? Woher willst du denn wissen, dass du Licht bist, wenn es um dich herum gar keine Schatten gibt? Und auf so kindliche Art und Weise einfache Art und Weise wird da erklärt, warum es zu dem Prinzip Licht eigentlich auch das Prinzip des Schattens dazugeben muss. Weil ohne den Schatten kann sich das Licht gar nicht als Licht empfinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich sehe das ganze Leid in der Geschichte der Menschheit. Ich sehe die Kriege und der Hunger und die Umweltzerstörung und das alles. Ist es, aber wenn man es jetzt von der höchsten Ebene aussieht, losgelöst von Wertungen und Plus und Minus und Licht und Dunkel, ist es nicht vielleicht der Schöpfungsauftrag oder die Schöpfungsmatrix, die wir hier haben, dass wir uns als Seelenwesen hier erfahren dürfen in diesem Wechselspiel zwischen Licht und Dunkel, und wir uns selber als göttliche Aspekte erfahren können, je nachdem, wo wir uns bewegen. Wir können als Mensch, als Mutter Teresa oder Gandhi kommen oder als Pol Pot oder Stalin oder so. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Gedanke, dass wir Teil dieses Lichts sein können und kleine Sterne in uns tragen. Und dieses Gespräch mit Gott, ist es diese Geschichte von dem Mann, dessen Kind umgebracht wurde? Das oder kann ich gar nicht sagen. Die Geschichte von ihm weiß ich nicht. Ist auch schon 20 Jahre her, aber Neil Donald Walsh heißt er. Nein, es ist wunderbar. Und auch, wie Sie es erklärt haben. Also es ist tatsächlich so, dass auch in uns auch ein Strahlen ist. Und sicher gibt es immer die Frage, warum lässt Gott das zu? Also warum lässt Gott Auschwitz zu? Ja. Da muss man, glaube ich, das einfach ertragen, dass der Mensch einen freien Willen hat und eben auch die Freiheit zum Bösen hat. Und das muss man aushalten. Und aber für mich ist es wichtig, sonntags mal ich habe einen Lektorendienst da in der Schlosskapelle, und sonntags diese Stunde zu verbringen in der Messe, die ich mit meinem Schöpfer rede. Und was ist Lektorendienst? Können Sie das kurz erklären? Dann liest du die erste Lesung. Das ist meistens. Sie lesen vor in der Kirche. Eine Geschichte aus dem Alten Testament und dann ein Apostelbrief. Ja? Ah, und dann kommt das Evangelium, das vom Priester vorgetragen wird. Und dann danach predigt er. Aber mir gefällt der Ritus eben sehr gut der katholischen Kirche, weil er sehr, sehr von sehr weit herkommt. Und wenn man den Ritus gut zelebriert, jede Bewegung eine Bedeutung hat und jedes Gebet eine ganz besondere Bedeutung hat. Wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich immer möglichst sonntags in das Philipp-Neri-Institut St. Afra in Moabit. Da wird die Messe nach altem Ritus gefeiert, also wo der Priester nicht wie in den Tagesthemen am Tisch steht und zum Volk hin seine Zaubertricks vorführt, die Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut, das hat ja irgendwie was Varietéhaftes. Nee, wo er mit dem Rücken zur Gemeinde, gemeinsam mit der Gemeinde sozusagen den Höchsten anbetet. Und das finde ich die gemessene. Auch das Halbdunkel, in dem die sozusagen liturgischen Tätigkeiten ablaufen und verrichtet werden, halte ich für sehr heilsam und sehr wirksam. Und ein Teil des Geheimnisses muss ins Dunkel getaucht werden. Erst dadurch bekommt der andere Teil ein besonderes Licht, wie gesagt, Licht und Schatten. Und nein, ich finde diesen alten Ritus, den traditionellen, wo alle gemeinsam, also sich versus Orientum, also in die Richtung, aus der wir erwarten, dass der Erlöser kommt, wie es in den Schriften heißt, vermeiden und verbeugen, halte ich schon für sehr wichtig und sehr, sehr klug durchdacht.
Und ich bin mal gespannt, wie es mit der katholischen Kirche in Deutschland weitergeht. Die scheint ja auf dem Wild entschlossen zu sein, ein neues Schisma über die Frage, ob es Priesterinnen geben soll, in Kauf zu nehmen und ob wieder mal eine Reformation kommt. Der Papst hat zwar gesagt, es gibt ja schon eine protestantische Kirche, wir brauchen nicht noch eine, aber ich den deutschen Bischöfen traue ich alles zu. Und da, wenn ich diese im Kirchentag diese Frauen mit den Doppelnamen und den strengen Frisuren sehe, die dann für Maria 2.0 demonstrieren, dann weiß ich, wir sind verloren. Ja. Jetzt sind wir weit gekommen mit diesem Gedanken. Ich habe das Gespräch vorhin noch im Ohr gehabt und habe da eben rausgehört, dass für Sie auch der Glaube oder vielmehr die Anbindung an eine höhere Ebene doch sehr kraftschöpfend und auch sinngebend sein kann. Und ich habe eine Sehnsucht nach solchen Gedanken und solchen Momenten. Ich habe gerade eben beschlossen, dass ich einfach mal wieder in eine Messe gehe, obwohl ich Wunderbar. eigentlich von diesen ganzen katholischen Gebräuchen immer so ein bisschen irritiert war. Ich muss mir kurz erklären, katholisches Bayern, 70er, 80er Jahre, Frauen sitzen links, Männer sitzen rechts und ich habe heute noch den Singsang des Rosenkranz im Kopf. Gegrüßet seist du, Maria, Mutter Gottes, gebenedeit bist du unter den Frauen. Barbara, Barbara, Barbara. Das war dann immer so hin und her und all diese Menschen, die da am Vormittag oder in der Messe so ganz heilig und so ganz fromm waren, sind am Sonntagnachmittag auf dem Fußballplatz gestanden und haben die wüstesten Beschimpfungen rausgehauen. Schiri, du Das ist Arschloch, lauf katholisch. doch! Und ich war dann so, Aber das ist wo katholisch. ist denn jetzt hier diese Göttlichkeit und Güte, die ich da vormittags noch gehört habe? Und am Nachmittags drehen alle total durch, ja? Also Ja, es war so ein aber bisschen. geht, das ist genau das ist katholisch, ja. Du gehst, bist fromm und heilig und du lässt dann die Sau raus. Ich bin ja auch sehr katholisch aufgewachsen und wir hatten immer mit meinem Vater die Beichtvorbereitungen machen müssen. Aber das hat er natürlich nur gemacht, um auf dem Laufenden zu bleiben, ja, was wir mir angestellt haben, ja. Und wir haben dann bei der Beichtvorbereitung mit ihm nur so die lässlichen Sünden und die richtigen dicken Eier, also Mord und so weiter, dann im Beichtstuhl. Aber für mich war die Beichte immer mit einem Glücksgefühl verbunden. Ich habe mich danach immer gefühlt wie frisch gebadet. Also wir waren samstags bis so in die Badewanne gesteckt worden, meistens in das Badewasser von dem älteren Bruder und dann von außen gewaschen und dann von innen gewaschen mit der Beichte. Und ich habe mich gefühlt wie ein weißes Schäfchen. Und ich habe natürlich an den Schutzengel geglaubt und so weiter. Übrigens, an den Schutzengel glaube ich heute noch und auch meine Frau, die sonst nicht gläubig ist, aber die sagt, wenn sobald ich auf die Straße gehe, ist ein ganzes Geschwader von Schutzengeln. Moment, und sie überblickt, verlässt die Wohnung, weil ich dauernd Geld verliere und halb unter das Auto laufe. Und ich fand das sehr beglückend, den Glauben in meiner Kindheit. Ich habe mich darin geborgen gefühlt. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße gemacht und so viel Scheiße erlebt auch. Und ich war so fahrlässig. Ich bin öfter wirklich dann im letzten Moment von der Schippe gesprungen. Und dann gab es immer den Moment, wo ich den Bildervorrat, den Ikonenvorrat meiner Kindheit angebohrt habe und gesagt, es gibt da was, es gibt einen Grund, es gibt da, also Ostern zum Beispiel, das wundervollste Fest überhaupt, die Auferstehung, die Möglichkeit, dass wir alle auch auferstehen, dass es nach den schlimmsten Niederlagen immer Hoffnung gibt. Also das Ostern ist das Fest der großen Hoffnung, der Lebensbejahung. Welche andere Religion hat das? Welches andere weltliche Glaubensbesteck gibt es, dass diese spürbare und auch gefeierte und ritualisierte Auferstehung, die einem so nahe bringt? Und das ist ein Vorrat, ein Grundwasservorrat, den ich immer anbohren konnte in schweren Tagen, auch in Tagen, als ich mit der Kirche nichts mehr am Tuch oder Hut hatte. Und wirklich völlig gescheitert war, restlos gescheitert. Ich habe in meiner frühen Jugend tatsächlich mal auch einen Selbstmordversuch unternommen. So fertig war ich. Und dann gab es dieses Auferstehungswunder. Da hat mich mein Vater in der Klinik besucht und hat gesagt, ja, das war kurz vor Ostern. Er hat gesagt, Matthias, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Auferstehung.
Und das hat mir so eine Kraft gegeben und es war so schön, auch wie der Alte da, ohne jeden Vorwurf und so, wie der Alte da mit mir gesprochen hat, mich an der Hand genommen hat nochmal. Und das ist der Schatz des Glaubens, ja. Und insofern bin ich habe gute Glaubenserfahrungen gemacht. Ich bin nicht gottesvergiftet, wie Tilman Moser das einmal in seinem berühmten Buch nannte, ja, sondern ich habe durchaus glückhafte Erfahrungen mit meinem Glauben gehabt. Und da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt. Und es ist tatsächlich so, dass der Glaube ein Gnadengeschenk ist. Also es gibt ja dieses berühmte Wort, ich glaube im Johannesevangelium, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist eine wunderbare, paradoxe Formulierung und ein wunderbares Gebet auch. Und wenn man das oft genug sagt, ich glaube, da wird einem auch der Schöpfer entgegenkommen, wird einem Gott entgegenkommen. Und dann, ja. Und das wird man dann irgendwann mal spüren. Also ich kann Sie nur ermuntern, gehen Sie weiter in die Kirche, hören Sie nicht auf die Predigten, die sind meistens scheiße. Und die Fürbitten sind meistens nur eine Wiederholung der Tagesthemen. Ja, und hilft den Armen und so und den Russen und Ukrainer und bla bla. Aber ja, die Handlungen sind wichtig. Und insofern ist die Messe, die sonntägliche Messe, und das es gibt ja die katholische Pflicht, zur Messe zu gehen. Und ich halte das für eine ganz, ganz wunderbare Pflicht, ja. Auch wenn es monoton ist, auch wenn der Rosenkranz mal runtergeleiert wird. Der Rosenkranz ist ja eine Form von Meditation. Haben wir früher in meiner Kindheit, wir haben auf Knien abends vom Hausaltar den Rosenkranz gefeiert. Und natürlich hat man, hey Maria Moral, bitte für uns schon ein schönes Abendblatt, sag mal so runtergeleiert. Ja, aber es ist so, ja, die Buddhisten kennen ja das Mantra, das hilft so, das hilft einem, sich zu versenken und zu meditieren. Ja, und warum nicht den Rosenkranz eben auch als Mantra Ich begreifen meine, das und hat sich doch jede einsetzen? große Religion, diese Wiederholungen. Ich kenne das von den jüdischen Schulen, die dann Ja, zum quasi die Beispiel. ganze Ja, Zeit genau. mit Ja, dem Kopf machen. Wir sehen das im ja, Islam, ja, ja. die Hare Krishnas 1422 Mal, Hare Hare, Hare Ja, Rama, Rama Rama und so, was genau. weiß ich. Also ich kann das verstehen, dass da auch ein gewisser meditativer Charakter dabei ist. Bei mir hat Ja, sich immer das Kleinhirn aufgelöst, hatte ich das Gefühl, nach der dritten Kugel. ja. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich frage mich gerade nur, wie wir Na, von Sie sind ja diesen. doch noch auf der richtigen Seite gelandet. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch, das darf ich schon sagen, aber wenig katholisch in dem Sinn, wenn Sie mir es nicht übel nehmen. Aber Nee. wie kommen wir denn von diesen Themen am Schluss nochmal zurück in die Realpolitik oder auf die Ja. reale Welt? Das ist ja fast unmöglich dann schon. Frank, hilf uns da mal bitte wieder runterzukommen. Ja, ich schlage eine Brücke ja vom Glauben zur Wissenschaft, Ja, gut. denn uns würde mich vielleicht noch abschließend die Meinung dazu interessieren. Ich zitiere mal kurz eine aktuelle Aussage von einem Mitarbeiter von CERN, dem Large Hadron Collider, der jetzt kommenden Montag am 8. April nämlich den nächsten Test machen will. Man will für 200 Nanosekunden lang Positronium erzeugen, das ist Antimaterie, um sie Wahnsinn. in diesem kurzen Zeitraum von 200 Nanosekunden zu erforschen. Warum will man das machen? Und da kommt jetzt mal das Zitat, der Mitarbeiter im CERN sagte: Warum gibt es zumindest in unserem Teil des Universums nur Materie und so gut wie keine Antimaterie? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir herausfinden, wo unsere derzeitigen Theorien falsch sind. Wir wissen, dass sie falsch sind. Erschreckenderweise ist es bisher so, dass alle experimentellen Untersuchungen gezeigt haben, dass unsere Theorien ohne Ausnahme richtig sind. Das, und genau hier kommt Wahnsinnig. eben der Glaube ins Spiel. Ja, Ja, also immerhin, die wissen, dass sie nichts wissen, beziehungsweise die wissen, dass sie falsch liegen, sie wissen nur nicht, wo der Fehler ist. das ist ja, also die Quantenphysik hat ja schon klar gemacht, dass die Teilchen sich nicht so verhalten, wie wir es erwarten, sondern genau anders. Und also das. Aber das ist genau der richtige Ansatz natürlich. Die Wissenschaft muss immer zweifeln und immer auf neue Verifizierungen warten. Das ist der Wissenschaftsbegriff von Popper. Also, ja, also sag mal, nur eine Behauptung, die sich falsifizieren lässt, ist eine wissenschaftliche Behauptung. Also es ist immer dieser Verifizierungs-Falsifizierungsprozess. Und das haben wir verlernt. Das haben wir sozusagen in dieser Verweltlichung des Wissenschaftsbetriebs, und den haben wir jetzt zu einer neuen Glaubenslehre
System erklärt und ebenso auch mit klaren Szenen verteidigt. Also Sie kennen das ja von der Klimareligion, dass dissidierende Meinungen einfach nicht zur Kenntnis genommen werden und aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschaltet werden. Aber genau das, was Sie sagen jetzt mit den CERN-Wissenschaftlern, ist doch phänomenal. Und das zeugt da auch von der unglaublichen Kreativität des Menschen. Von dieser, nicht zu toppenden Neugier und diesem Erkundungstrieb, den der Mensch hat. Und das ist einfach was Großartiges. Ja, also, ich glaube aber, dass dieses Large Hadron Collider Projekt, das gleichzeitig mit der Sonnenfinsternis am 8. April stattfindet, von manchen Leuten ein bisschen seltsam beäugt wird. Vor allem, wenn man weiß, dass die Israelis ihre roten Kälber jetzt auch noch schlachten wollen, um den dritten Tempel an dieser Zeit zu bauen. Also, das sind schon sehr... Da kulminiert wieder was im April. Ja, da gibt es doch diese Geschichte von dem geplanten dritten Tempel, der da gebaut werden soll auf dem Tempelberg, der Salomonische Tempel. Da steht aber leider noch die Al-Aqsa-Moschee im Weg. Und um diesen Tempel einzuweihen, müssen junge Priester die Asche von roten Kälbern da quasi... Also totaler Brimborium drumherum. Und das scheint wohl alles gerade auch in die finale Phase zu laufen. Die wurden nämlich gentechnisch im Labor in Texas erzeugt, diese Kälber, damit es mit der Prophezeiung einhergeht. Also was ich sagen will, ist, es ist wirklich eine total verrückte Zeit, aber mit Bindestrich dazwischen, verrückt. Ja, also die Zeit ist wirklich so ein bisschen auseinander aus den Fugen geraten. Einerseits bin ich sehr froh, dass wir als Zeitzeugen durch diese Welt stapfen dürfen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, hätte es vielleicht nicht eine etwas ruhigere Phase gegeben, aber die gab es wohl nie in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht ist es ja auch der Grund, warum wir uns als Seelenwesen für so etwas entscheiden, dass wir diesen Erfahrungsschatz hier sammeln wollen, um dann irgendwann hinüberzugehen. Armageddon, ja. Die Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse steht bevor in der Ebene von Jesrael, in der Nähe der Stadt Megiddo. Armageddon. So hört ja auch mein Roman auf mit der doch eher grotesken Schilderung dieses letzten Kampfes. Es gibt dann noch ein versöhnliches oder ein optimistisch stimmendes Schlusskapitel, wo dann der Held Nico wird dann natürlich von dem Antifaschisten erschossen, aber nicht ganz. Also ich will es nicht vorwegnehmen, aber er kommt mit dem Leben davon, weil eben das Göttliche auf seiner Seite ist. Im letzten Moment der Schuss des Attentäters sein Ziel verfehlt. Und und diese Apokalypse-Szene findet man dann in diesem Bürgerpark statt, wo der Nico lebt. Und ist dann doch sehr, sehr komisch, ja, weil dann mit den ärgsten Feinden von Nico. Also Ursula von der Leyen versinkt ebenso in einem Sumpf aus Exkrementen wie Bill Gates oder Stuttgart Barre, der Angst um seine weißen Säckchen hat. Ja, und Kai Diekmann, der ist so schmierig, von dem der rutscht der Schmodder ab. Und er sagt immer Wuff, Wuff oder Wulf, Wulf. Und also es ist schon eine relativ komische Schlussszene, aber ich verrate noch nichts, weil danach kommt noch eine sehr schöne Szene und dann ist das große Abenteuer von unserem Nico beendet. Aber wie gesagt, Armageddon ist tatsächlich die Entscheidungsschlacht und das ist das Thema dieses Romans. Und ich fand das sehr nett von Ihnen, dass Sie das Cover nochmal hochgehalten haben. Ja, das ist jetzt bei mir auf meiner Bücherliste relativ hochgerutscht. Ich habe es ja schon vom Aaron gehört und jetzt auch nochmal. Also jeden Tag auch nur in Fachbüchern zu lesen und in der permanenten Tagesaktualität zu sein, das ist ermüdend und auch anstrengend. Wir kennen das alle, weil wir uns in diesem Metier bewegen. Ich suche dann immer den Ausweg, den Ausstieg in eine fiktive Welt, die das Ganze dann trotzdem aber greifbar macht. Die fiktive Welt ist nicht ganz so fiktiv. Die hat natürlich viel mit unserer Realität auch zu tun, weil der Nico ist ja ein Journalist. Ja, und der erspart ihm die wirkliche Welt nicht. Und er hat dann seine eigene Meinung zu der. Und er ist ja Night Talker im Radio und
wie Sie von dem Oliver Stone-Film Talk Radio wissen, Leben Night Talker auch gefährlich, ja, wenn von außen, wenn man sie von außen sieht, hinter dem erleuchteten Fenster. Egal wie. Aber ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Roman. Und was den White Rabbit angeht, der von der Schicksalsstunde 2015 und dem Schicksalsjahr 2015 erzählt, der wird jetzt tatsächlich nochmal neu aufgelegt als Taschenbuch und erscheint dann im Manuskriptum Verlag. Und dann sehen wir uns wieder und sprechen darüber. Sehr gerne. Oder wir sehen uns wieder, wenn mein Buch Palasthotel Zimmer 6601, der spielt im Jahr der Wende. Das ist auch eine ulkige Begegnung, dass wir ja jetzt, wie später sind wir? 25, 35 Jahre, ne? 35 Jahre nach dem Mauerfall, die DDR 2.0 erleben. Also, das ist die Begegnung, die Geschichte schlägt Schleifen, ja, und wir stehen wieder da, wo wir 89 waren und was wir 89 abgeschafft haben mit großem Applaus, nämlich ein autokratisches System, das sich auf Spitzel und auf Lügen und auf eine gleichgeschaltete Presse stützte. Das brach auseinander wie ein Kartenhaus und mittendrin stand der triumphierende Westreporter, junge Westreporter Matthias Matussek und wusste alles besser. Und das erscheint jetzt nochmal im Exilverlag bei Susanne Dagen in Dresden. Witzig, da waren Sie 35, halb so alt wie jetzt, ne? So, gerade so. Ist das nicht irre, Ja, oder? ist witzig. Ja. Also, Sie haben beide Seiten, also 35 Jahre, Ja. der, okay. Ja, Letzte ja. Frage, Herr Matusse, letzte Frage. Kraft der von Gott mir verliehenen Mächte wird also quasi am des September 25 Bundeskanzler Matussek vereidigt. Was wird er in seiner Antrittsrede als Programm der Republik verkünden? Ja, ich verkünde hiermit feierlich die totale Meinungsfreiheit. Jeder darf sagen und reden, was er will. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns Journalisten. Ja, der verbiete jemanden als Nazi zu bezeichnen, weil er anderer Meinung ist. Das wird verboten. Okay. Ich freue mich auf diese Rede. Danke, Ja, Nils. recht herzlichen Dank auch von uns. Gerne, sobald Sie ein neues Buch veröffentlichen oder auch unabhängig davon, gerne wieder. Es war wirklich Okay. sehr angenehm, Ihnen zu lauschen. Und ja, Robert, noch letzte Worte. Ansonsten. Ich sage vielen Dank. Mir war nicht Ja. klar, dass wir solche Räume aufmachen, aber das ist dann einfach, das hat das gespiegelt und dann. Ich wünsche mir sehr, dass wir uns persönlich begegnen bei Ja, irgendeiner das machen wir. Gelegenheit in diesem Jahr. Und dann freue ich mich darauf sehr. Wirklich, Wunderbar. Ja, ich glaube ja. war sehr angenehm mit Ihnen. Ja, ich fand es auch mit euch angenehm. Vielen Dank, ne? Und wir sehen uns vielleicht bei der Konterfunkparty, der Zweijahresfeier. Die wird irgendwo in Halle, glaube ich, oder Dresden gefeiert. Ach, na gut, Schau das mal ist nach, kurz, ob wenn es ihr in der da Nähe ist. Zeit habt und dann sehen wir uns da. Alles Ja, Gute, warum nicht? alles Vielen Gute. Dank. Ja, Okay, wunderbar. gerne. Und dann sage ich nur noch kurz Tschüss nach draußen, weil wir sind dann auch durch. Oder müssen wir noch was besprechen, Frank? Können wir uns schon. Wir sind durch für heute. Wir sind für heute durch, ja. Ja. Und wenn CERN am Montag nicht die Welt zerstört, sehen wir uns am Dienstag dran. Genau. Prima. Schönes Wochenende. Bis dann. Herr Matussek, bleiben Sie noch kurz da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ja, darf.